Na? So? Oh, boah, wow, Säfte! Ich bin in Bonn bei Marie und Antje und wir waren gerade Containern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht und es war wieder mal sehr erfrischend. Und wir waren tatsächlich nur in einem Container. Die Video-Footage seht ihr ja entweder gleich oder später im Video. Ja, das sieht ziemlich was drin sein. Unvegan aus. Das ist ein Kürbis. Ja. Na dann, ich bin's, ja. Das ganz auf. Ja. Kräutersoße. Geramon, Geramon. Ja, hier ist mein Müll. Ja, Bananen. Bananen gehen immer, auf jeden Fall. Und die Orangen sind auch noch nicht alle voll. Wieso? Geile Orange. Mensch. Hoffentlich geiler Kürbis. Also die Orangen, die. Ist aber. Oh, nee, der ist verschimmelt. Das ist verschimmelt, aber die Orangen sind geil. Ah, nee, der ist, glaube ich, nee. So, kann ich dir meine Hand fassen? Hier? Kann ich nehmen? Bisschen, ja, voll, bitte. Wir können die hier drauf sammeln am Rand. Oder hast du nicht vielleicht die Orangen? Also die Orangen sind perfekt, ich weiß nicht. Das ist alles. Ja, dann so, und hier haben wir noch Kräutersoße. 30%. Von Maggi. Brauchst du sowas? Wolltest du sowas? Nee. Reismehl, Milch, Zucker, Milch, Eiweiß. Naja. Banane. Naja, oben. Eine Süßigkeit. Kinder, Süßigkeit. Na, eingeketschter Brownie-Style. Naja. Kinderschokolade. Hat bestimmt einer. Guck mal, Kinderschokolade. Ah, das ist ein Riegel. Ja. Ein Kinderriegel. Boah, geil. Ein Kinderriegel. Unvegan, aber leider trotzdem geil. Und mit Kindern. Ja. Oh, da sind noch einige Tüte bei. Wow, das sind Paprika. Ja, oh, sind die alle auch gut? Ja, alle gut. Geil. Also Paprika sind toll. Vor allem rote Paprika, eine der besten Vitamin C-Creme. Und noch eine Packung. Ja, die sind auch noch fein, ne? Ja. Verrückt, verrückt, was hier abgeht. Da unten ist noch eine Packung. Ah, ich glaube, hier ist. Okay, das war eine Packung. Oder? Mhm. Na. Man muss ja nicht übertreiben, man muss ja auch mal bescheiden sein. Man darf ja nicht alles plündern. Der nächste will ja auch noch was haben. Und natürlich ein paar Blumen zum Muttertag. Geht immer. Ja, rote. Rote Rosen schenke ich dir. Kann ich nicht essen. Fein für dich. Radieschen. Radieschen. Mögen wir das? Oh, oder das Netz. Zieh mal einfach in dem Netz. Hier, ne? Ja. Yes. Ah, na, ja, kannst du mal gucken, ob da noch wir haben. Oh, ne, die sind ganz weich. Okay. Vielleicht wahrscheinlich nicht alle. Ne, die ist noch gut. Okay. Ich hab nur einen. Da könnten noch gute bei sein, oder? Das sieht doch gut aus. Bei mir schimmelt auch mal zu Hause immer die Orangen weg. Ihr macht das wirklich so mehr oder weniger standardmäßig? Jeden Monat, jede Woche, wie oft? Unterschiedlich. Also eine Zeit lang waren wir in einer leichten Ekstase und waren jeden Abend wirklich. Also bei, wo Lockdown war und so. Also wir können da gar nicht essen. Ja. Abgegeben an Freunde. Ja. Coole Sache. Verteiler. Ja. Genau, wir haben hier solche inoffiziellen Verteiler, was einfach nur solche Kisten sind, wo man halt alles reintun kann. Geil. Oder wir haben es auch auf eBay irgendwie angeboten. Stimmt. Wir haben es Freunden gegeben, Nachbarn. Ja. Teilweise halt der ganze Platz hier, der war nicht begehbar, weil hier überall Essen lag von uns. Und vor allem, ich kann mir vorstellen, das ist total, dass du soziale Kontakte dadurch gewinnst ohne Ende, oder? Oder? Sag ja. Mal, wenn es nicht so ist, weil ihr guckt mir jetzt so an, wie nee. Wir haben ja unsere Containerfreunde kennengelernt, die hat es ja heute auch. Ach stimmt, wir waren heute bei Dorothea, bildet euch mal ein, Dorothea habe ich nicht aufgenommen, weil ich wusste nicht, ob sie, aber ihre Ausbeute. Noch hingehen. Ja, da hätten wir sonst auch vorbeischauen. Ja, Containerfreunde, die euch beim Containern abends in der Illegalität getroffen habt, sozusagen. Genau. Ja, den tauschen wir manchmal ein paar Sachen. Ja. Aber wenn ihr Sachen verschenkt, kommen da nicht auch Fremde und sagen, hier, wir wollen es haben? Doch, schon. Wir haben auch mit unseren Nachbarn dadurch mehr Kontakt gehabt. Ja. Also wir haben denen, die hier unten unter uns wohnen, was gegeben. Ja. Und unsere Nachbarn irgendwie vom Haus nebenan. Ja, das war halt auch oft während Corona dann mit kontaktloser Übergabe und da hat man dann halt nicht so. Okay, naja, das verstehe ich. Klar, wir wollen sicher sein.
Cool. Und ist das jetzt normal, was wir jetzt hier abgegriffen haben? Also ich finde das schon sehr ekstatisch, wie du gesagt hast. Das sind einfach mal 20 Säfte, €2,49 Euro plus, also wir haben 50, 60 Euro jetzt hier abgegriffen, in bester teilweise Bio-Qualität. Ist doch Wahnsinn. Ist das normal? Also bei mir, wo ich war, das war für mich das Größte, was ich jemals hatte. Also wir hatten auf jeden Fall auch schon, wo wir halt solche, diese großen Ikea-Tüten und so, halt komplett voll und so viel, dass wir halt gar nicht alles mitnehmen konnten. Also erstmal finde ich, habe ja schon damals auch ein Video gemacht, ich finde es genial, weil es ist so ein Unding, diese Lebensmittel wegzuschmeißen, die ja irgendwo produziert sind, die irgendwo geerntet wurden, die Energie gekostet haben, also auch Ressourcen. Das ist eigentlich ein Unding und von daher auch ist ja strafbar theoretisch. Ja. Was ist eure Erfahrung damit? Ihr habt doch gesagt, ihr habt Containerkollegen, hat da irgendjemand schon mal Probleme gehabt oder könnt ihr da zumindest aus eurer Erfahrung beruhigen, dass das nicht so krass ist? Oder doch? Also wir haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben einmal einen Mitarbeiter getroffen, der hat uns dann noch einen Pfandbon geschenkt, als er uns gesehen hat. Sehr geil. Aber wir, zum Beispiel einmal ist die Sirene angegangen irgendwo, aber das war, glaube ich, nicht wegen uns. Und dann sind wir halt vor Angst weggefahren, weil wir hatten halt so Schiss dann. Total, ja. Genau. Aber hier die Dorothea, die wurde öfters erwischt und die meinte, dass sie dann einfach immer nach Hause geht und nach einer Stunde wiederkommt, wenn die Polizei weg war. Und, okay, also sie hat jetzt keine Anzeige oder so gekriegt, sondern sie wird einfach nur, du musst weggehen. Ja. Oh, okay, das ist ja easy going. Einmal war auch noch eine komische Situation. Wir standen halt an den Tonnen und die Polizei ist über den Parkplatz gefahren, hat uns auch auf jeden Fall gesehen, aber... hat halt nichts gesagt. Also hätte ich doch normale Menschenverstand, der sagt, wenn einer in Toiletten, da hat man mal, in Toiletten, wenn einer in den, in den Abfallkörben da wühlt und in Containern, da hat man eher Mitgefühl, als dass man dann sagt, das ist strafbar oder sowas. Ja. Also, aber einmal haben wir doch mitbekommen, als der angebliche Mitarbeiter, wir wussten nicht, ob es wirklich ein Mitarbeiter war, der Dorothea richtig, richtig angemeckert und da, die, also hat, kam jetzt nicht zur Anzeige oder so, weil Dorothea dann, glaube ich, auch gegangen ist. Ja. Aber, ja. Ja, ja, meine, es ist ja irgendwo ist ja verboten, also ich sag mal theoretisch und auch praktisch verboten. Ist halt schon ein bisschen Nervenkitzel, der immer mit dabei ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber den Nervenkitzel finde ich viel geiler, als wenn du hier irgendwo auf dem Kran mit einem Arm noch ein Selfie bei Instagram machst. Davon hat keiner wirklich was, außer dass er unten mal Platsch macht und vielleicht noch einen anderen trifft. Das ist auch, hat einen Sinn. Also das ist ja so eine Form von Aktivismus. Also versteht ihr euch auch ein bisschen als Aktivisten, dass es ein Prinzip ist oder habt ihr einfach nur keine Kohle? Nee, schon also aktivistisch, weil wir das halt echt blöd finden, dass so viel weggeworfen wird. Mhm. Und gerade wenn man da eine Tonne öffnet und da liegen irgendwie so halbe Hähnchen oder so drin, dann tut es schon echt richtig weh. Ja. Muss man dazu sagen, ihr seid vegan. Und da ist natürlich das Gefühl, wenn tote Lebewesen da sind, dass das schon auch ans Herz geht, dann, dass es umsonst noch gestorben ist. Nicht mal gegessen wurde, sozusagen. Und, also. Nee, wir nehmen auch eigentlich immer halt so viel mit, wie wir halt können und nicht halt nur das, was wir so essen können, weil wir das dann ja eben mal noch weitergeben. Ihr habt es gerettet, Ihr habt es gerettet vor dem... Es geht halt nicht, also es geht halt nicht nur darum, einfach, dass wir halt Essen bekommen und sonst. Ja. Was, also sparen ist halt auch schon eine Motivation, dass man halt, ist halt schon geil, einfach umsonst Essen zu bekommen, aber halt einfach auch die Sachen halt rauszuholen, die noch gut sind. Mhm. Und dafür sind halt diese Verteiler richtig geil. Das einfach andere dann... Alles da abladen und nach einer Stunde ist es weg, also man kann da... Also ihr containert quasi, aber man könnte auch einfach die Verteiler ständig abgehen, da ist hin und wieder auch mal was drin sozusagen von denen. Von uns dann quasi befüllt. Ja. Also gerade so Dinge, die wir nicht essen, so wie jetzt Süßigkeiten, tierische Produkte. Ja. Und da gibt es halt echt geiles Zeug auch. Ja. Hier fehlt übrigens der Kinderriegel. Ja stimmt, der Kinderriegel, ne? Ja, aber ein Kinderriegel, den haben wir noch mit, also ich glaube, der vielleicht noch mal in der Tasche. Ja, krass. Aber ihr nehmt dann auch nicht vegane Sachen mit, die ihr nicht esst und verteilt aber Fleisch. Nee. Das ist so ein Gesundheitsaspekt, wenn das schon im Müll lag, so nicht gekühlt, dann, also da hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Probleme, das jemand anders zu geben. Aber vor allem halt auch solche unveganen Süßigkeiten und so oder so Käse-Sachen, da ist ja eigentlich da nichts dran. Ja. Bei Käse weiß ich gar nicht, wie das mit gekühlt ist. Aber vor allem, wenn es jetzt so kalt draußen ist wie jetzt. Ja, jetzt ist wahrscheinlich sowieso kein Problem. Und sonst, also viele gehen ja auch spät in der Nacht, aber wir gehen meistens so 20 Minuten nach Ladenschluss und gucken dann eben, also sehen noch die Mitarbeiter wegfahren. Ja. Und dann liegt das da ja auch erst eine halbe Stunde oder eine Stunde drin, also maximal. Ja. Und dann kann man viele Sachen noch essen, gerade wenn man die dann danach kühlt.
Ja, und vor allem, ihr habt ja auch das nötige Know-how, um zu wissen, ob was so gut ist oder nicht, weil ihr studiert Ernährungswissenschaften. Ja? Ja. Also das ist witzig. Und bei euch am Campus wird das mal, also thematisiert im Unterricht wahrscheinlich auch nicht, aber so unterhalb redet man darüber, über Containern, ist es ein Thema so? Also innerhalb der Ernährungswissenschaft auch so die Kreislauf und auch die Ökologie und auch so ein bisschen Aktivismus. Wie ist heutzutage so Ernährungswissenschaften als Studiengang? Im Kontext jetzt auch mit so Menschenverstand, sag ich mal. Ist es alles cool oder würdest du sagen, ja, wie ist das so? Interessiert mich auch, weil ich jetzt selber eine große Ernährungsaffinität habe. Wir haben ja nicht so viel Kontakt jetzt zu Kommilitonen, eben durch Online-Semester und so. Ah, stimmt, ja, Corona. Aber halt mit unseren Freunden, oder reden wir da halt schon, im Studium wird es gar nicht thematisiert, aber mit unseren Freunden reden wir da schon viel drüber. Also richtig viele gehen ja auch mit uns. Ja, also wir nehmen gerne so kleine Küken mit, die wir dann irgendwie einweisen, damit die dann halt selber auch Containern gehen. Cool. Und auch bei Facebook waren wir eine Zeit lang auch mal recht aktiv und halt... Ja, Leute, wenn ihr in Bonn Containern gehen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir können euch zeigen. Gibt einen epischen Instagram-Account von denen. Also wirklich schon 30 Abonnenten, aber noch kein Bild. Oder vielleicht, wenn das Video gepostet wird, ist vielleicht ein Bild online. Ja. Ihr habt ja genug kreative Energie. Ich habe gestern mit euch gespielt hier und ihr seid einfach, oder mit eurem Tanzen und weil wir uns unterhalten haben, ihr habt ja so viel im Kopf und so viel Kreativität, die es in diesem Raum eigentlich teilt. Also ich bin da immer, ihr behaltet das so für euch, raus damit. Ins Leben. Ihr macht Comics. Ne? Ja. Comics sind Ding. Also wie gesagt, ich verlinke euch den Instagram-Account und darüber werdet ihr dann den Kontakt finden irgendwie. Oder vielleicht auch eine andere Mailadresse oder was. Können wir wenn irgendwas gepostet ist, schaut in die Infobox dann rein. Aber du bist nicht ganz auf meine Frage eingegangen. Mich interessiert schon Ernährungswissenschaften, hat es nicht so mit Containern zu tun. Aber wie ist das so aktuell? Würdet ihr das Studium als solches beschreiben vom Inhalt her? Also wir studieren ja nicht nur Ernährungswissenschaften, wir studieren ja Ernährung und Lebensmittelwissenschaften. Ah, okay. Haben jetzt uns beide für den Schwerpunkt Ernährungswissenschaften, also Humanernährung, entschieden. Hm. Und ja, wir lernen sehr viel auch, wie werden Lebensmittel hergestellt, wie sind da die Prozesse, die Technologie, welche Inhaltsstoffe gibt es. Das ist schon ziemlich interessant. Kann mir vorstellen, ja. Ja, und so zum Thema Ernährung machen wir im Moment gerade recht viel. Also haben wir irgendwie so 5 Module oder so. Ja, ne? dieses Semester ist ganz geil. Jetzt kommen die ganzen Ernährungsmodule, wo es mal wirklich das um praktisch Ernährung, relevante. Ja, um Ernährung, Krankheiten und so weiter geht. Aber man muss vorgewarnt sein, es ist sehr viel nach der DGE. Okay, und also eher so, sag mal, so 10, 20 Jahre hinter der aktuellen Forschung. Ja, schon. Okay, und wie ist das mit Veganismus und Vegan? Ist das jetzt ein Konsens, dass das Beste ist? Oder gibt es da, weil wenn es 10, 20 Jahre zurück ist, dann könnte man ja meinen, dass vielleicht noch tierische Ernährung irgendwie als wertvoll propagiert wird. Ja. Ist noch so. Also mediterrane Diät ist quasi so der Goldstandard. Genau, das war ja so vor 10, 20 Jahren. Und aber genau, fleischlose Kost wird jetzt immer mehr akzeptiert schon, aber ganz vegan, da wird halt gesagt, dass Nährstoffe fehlen und Proteine fehlen. Oh, naja gut, wie gesagt, wenn man das so, also ich habe das mal von einem Professor damals so gehört, in einem anderen Fachbereich, da sagt die Forschung tatsächlich so 10, 15 Jahre immer zurück. Und ich überlege so, wann der vegane, also wo 2014, wo ich mit YouTube angefangen habe, da wurde auch parallel, du kannst da bei YouTube vegan eingeben und gucken die Suchbegriffe. Und 2014 ist es hochgegangen. Ich weiß nicht, ob das mit der Erstellung des Kanals von mir zusammenhängt, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und wenn man jetzt 10 Jahre zurückblickt von 2021, 2011, das war noch 3 Jahre bevor ich angefangen habe. Mhm. Also dann ist ja schon gut, dass vegan erstmal akzeptiert wird. Also von daher, aber ja, interessant, dass dann die Ernährungswissenschaft dann eben so ist, wie sie ist. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Modul zur Kinderernährung und gerade bei Kindern ist ja vegane Ernährung nochmal wirklich... Ja, das hat dann noch länger gedauert. Das war ja 4, 5 Jahren, wo die WHO dann das Statement rausgebracht hat, dass Zucker vorteilhaft ist für Kinder, wenn sie gut durchgeführt ist. Und es ist nicht falsch, was gesagt wird im Studium, aber es ist sehr selektiv auf die negativen Aspekte von Veganismus beschränkt. Und vor allem wahrscheinlich, weil es halt so, wenn es der DGE folgt, ja sicherheitsaffin. Da ist ja auch diese Nährstoffempfehlung, wenn du der ADA, wo das dann wieder die Empfehlung entstanden sind, da hat man ja auch so die breite Masse und nur wenn man keine Negativsymptome hat, also keine Mangelerscheinung und dann tut man nochmal 2 Standardabweichungen drauf machen und dann wirklich ganz sicher zu sein. Mhm. Also ist ja immer so, Hauptsache kein Mangel und zu viel ist was, obwohl bei Vitamin D, wie ist das da? Da ist ja immer so eine, also auch jetzt aktuell immer noch so kritisch, dass man sagt, man maximal 800 Einheiten oder so. Genau, es wird halt, glaube ich, so viel empfohlen, dass man keine negativen Effekte dadurch hat, dass man nicht genug Vitamin D hat und aber das ist eigentlich kurios, weil da müsste es doch, wenn sie stringent sind, dass sie so sicherheitsaffin sein, müsste man ja bei Vitamin D dann auch sagen, ja lieber ein bisschen mehr. Aber da scheinbar nicht. Geht es halt vor allem um die Knochengesundheit, glaube ich, und Calcium-Phosphat-Stoffwechsel. Okay, dass da keine Mangelerscheinungen sind. Gut, dann stimmt's. Ja, naja, also
Ich bin mega glücklich. Was machen wir eigentlich jetzt hier aus dem ganzen Zeug? Wollen wir da jetzt gleich was kochen, oder? Also wir haben Tomatenmark. Ja, ich hätte auch Bock auf was mit dem Kürbis. Kürbis, Kartoffeln, Paprika, pürieren vielleicht Paprika, weiß nicht. Wir sind nicht so die Paprika-Fans, weil wir einmal super viel Paprika hatten, die eingekocht haben und das dann irgendwie ein Eigenleben entwickelt hat und irgendeine Gärung da stattgefunden hat, die dazu... Okay. Ja, wir können mal Ross Beard fragen, was er dazu sagt. Ross Beard, was meinst du dazu? Also Paprika, das würde ich auf jeden Fall klein schneiden, trocknen, pulverisieren und als Gewürz verwenden. Für den Porridge. Für einen Porridge zum Beispiel. Gute Vitamin-C-Quelle. Ja, also, dann bedanke ich mich für die Inspiration heute, auch für den praktischen Ausflug, den wir gemacht haben. Hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wenn ihr in Bonn lebt oder generell was zu Foodsharing wissen wollt und zu Containern, unten sind die Kontaktdaten, Instagram auf jeden Fall. Und mal sehen, was ich da noch aus den beiden rauslocken kann. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja. Alles klar. Tschüssi. Tschüss.